So, herzlich willkommen zurück zu Morrowind. Ja, wir sind immer noch mit dem Halo-Quest unterwegs, haben letzte Folge uns ja mal den unglaublich geilen Helm hier geholt, den Helm von Orin Bärentatze mit Geschicklichkeit und Konstitution Festien 40 und ein 300er Rüstungswert. Selber hält das Ding 900 aus und wiegt auch nur 10 Gewicht, also 10 Kilo. Das hat uns auf jeden Fall mal rüstungswertmäßig schon ein bisschen nach vorne gebracht, 251 haben wir. Ich weiß nicht, ob wir auf die 300 kommen. Müssen wir mal gucken. Ein bisschen was habe ich mir noch angeguckt, aber wir werden erstmal Halo jetzt sozusagen, nicht in der Folge sicherlich, aber in den nächsten Folgen versuchen abzuschließen. Bisschen Geld habe ich auch nochmal gemacht, ich habe ein bisschen Tant, kann man sagen, verkauft. Generell sind wir jetzt auch wieder ein bisschen leichter hier unterwegs, ein bisschen Schrott rausgenommen und naja. Geht quasi weiter in die Vollen. So, Crassius Curio. Ich glaube, wir können auch Geschäfte mit ihm machen. Wir können auch ein paar Quests von ihm kriegen. Ihr wisst, was ich von euch halte, aber im Moment kann ich mit euch nichts machen. Alles klar, hat sich erledigt, Fräulein. Ne? So, wir können aber befördern wahrscheinlich. Wir sind jetzt, was? Ne, wir sind jetzt Dickerchen, dachte ich. Ne, wir sind jetzt Glückwunsch-Dickerchen. Ihr könnt nun stolz verkünden, dass ihr Hausbruder seid. Warte, wir sind Hausbruder, Mann. Nächstes dann Hausvater. Jawohl. Okay, wie sieht es denn jetzt aus mit Geschäften? Immer noch nicht. Dann befördern wir uns mal nochmal. Ihr habt alles getan, um Hausvater zu werden zu tun. Bis auf den Bau einer Festung. Ihr sollt mit... Ah, wir müssen die Festung bauen. Gut. Dann würde ich sagen, geht's los. Machen wir den Quest. Oder fangen wir den Quest mal an mit der Festung. Das ist er, Dondos Driller. Da können wir erstmal die Festung anklicken. Mal gucken. Wenn ihr eine Festung bauen wollt, brauche ich einen Bauauftrag und eine Besitzurkunde. Von Baren Ahlen im Halo-Gewölbe in Vivet könnt ihr die Besitzurkunde erhalten, aber wegen des Bauauftrags müsst ihr mit Herzog Vedam Dreen sprechen. Okay, Besitzurkunde. Baren Ahlen in Halo-Schatzkammer in Vivet, okay. Und Bauauftrag. Der Herzog ist der Einzige, der den Bauauftrag vergeben kann. Alle drei Fürstenhäuser haben diese Regel in letzter Zeit ignoriert, aber ich habe den Auftrag sicherzustellen, dass alle neuen Festungen... Okay, wo ist denn... Kann ich hier auf... Vedam Dreen, Herzog. Ich meine irgendwas in Ebenerz, aber ich weiß es nicht genau. Gut, also, wir müssen wieder nach Vivek. Zum Glück dauert es nicht so lange. Und ja, ich weiß selbst, dass der Helm irgendwie ziemlich komisch aussieht, aber... Hier geht es ins Äußeres. Wo wollt ihr hin? So, um was sie können. Oder was er kann. So, also Halo Gewölbe. Wir bieten euch einen besonderen. Mal wieder hier ein bisschen rumreisen. Bisschen schnell durch die Wände springen. Durch den Helm haben wir jetzt natürlich auch nochmal, ich glaube, was waren das? 80, glaube ich, ne? 80 Geschick mehr. 80 Ausdauer mehr, sorry. 80 Ausdauer. Moment, Gewölbe, das war nicht hier oben, oder? Was wünscht ihr? Handleier. Waffenschmied. Da wäre nur ein Name. Geil. Haben sie einfach keinen Bock mehr gehabt, einen Namen zu machen. Nee, ich glaube, Gewölbe war hier nicht oben. Ich glaube, es war irgendwo in der Bodensektion. Wir gehen mal lang. Gewölbe. Hier war das Haus von der Typin. Das war doch hinter der Schatzkammer oder sowas, ne? Hier war doch die Schatzkammer und dann liegt da noch irgendwie zum Gewölbe, oder? Hier sind die Archive. Ich glaube, man kann auch durch die Archive zum Gewölbe. Gefängniszellen. Ah, ich sehe nichts. Ah, ich tue mal noch runter. Runter klingt nach Gewölbe. Ha! Subi. Hier ist der Typ. Baren Ahlen. Glaube ich. Du da. Cool. So, der mag uns schon mal. Handeln können. Ach, was? Ah, hier. Schatzkammerbericht. Aha. Urkunde über Gut Rethan. Das könnte sein, dass wir das kaufen müssen. Was ist denn ein Schatzkammerbericht? Na. 75, das finde ich das nicht so schön. 55 ist es doch wert, oder? Ich heiße euch herzlich. Was ist denn ein Schatzkammerbericht? Sie gebrechen. Ups! Okay, haben wir gespeichert? Ich hoffe, wir haben gespeichert. Alex, hoffentlich hast du gespeichert. Du bist der letzte Vollpfosten. Willkommen. Mir war fast, als würde ich euch... Ist der Wahnsinn. Und nein, ich schneide das jetzt nicht raus. Ihr müsst erst jetzt nochmal ertragen. Was? Nein, habe ich noch nicht. Warum soll ich denn die... The fuck, Junge. Warum soll ich die denn haben? Willkommen. Okay.
Ich wollte gerade überlegen, ob ich mit der Magie wieder reise, aber ich glaube noch nicht mal, dass das schneller ist. Ich kann es euch aber nicht sagen. Wo wollt ihr hin? Gut. Wir haben ja nichts zu tun, ne? Wir haben ja nichts zu tun. Warum gehen? Wenn ihr auch reiten könnt. Dieser Spruch, Junge. Dieser Spruch. Wahnsinn. Immer indem wir jetzt mehr nach oben hin, sondern schon gleich in die Bodensektion. Haben wir uns doch mal ein bisschen Zeit erspart. Rechts oder links? Ich sag rechts. Ja, easy. Runter ins Gewölbe. So! Sind wir jetzt auch schon wieder. Ich mach hier keinen Ärger, Mann. Da will man einmal was rechtmäßig kaufen, weißt du, und schon im Arsch. Hier, oben Bärentatzen, bitte. Oh. Tagebuch aktualisiert. Großartig sind die Sagen von Ur. Sein Vermächtnis dauert an. Pharao, der große Kampfmeier, lebt das Leben des Ahnen und beschützt die Bewohner Ahnen. So, von der Idee her. Festung. F. Nichts mit F. Bauauftrag. Nee, Besitzurkunde war bei er, ne? Er war die Besitzurkunde. Ja, ich habe die Besitzurkunde für das angegebene Haus Rethan. Wir können also einen Handel machen, wenn wir über die Zahlen einig sind. Okay, also muss ich mit ihm das nochmal handeln. Ja, Junge, Alter, das ist doch... Was ist denn das wert? 3000? Das war sogar weniger wert. Scheiß drauf. Cool. Die Papiere habe ich. Jetzt muss ich noch woanders hin. Warte mal, da muss man raus eigentlich. Raus aus dem Bums hier. Geht's da wieder hin? Ich dachte, wenn wir ins Wasser springen, kriegen wir keinen Schaden. Ist nicht. Wahrscheinlich sind wir in ein zu seichtes Gewässer gesprungen. So, ich muss nach da. Also ich meine, der Herzog war... Stimmt, der ist ja unter Wasser. Der planscht ja eine Runde. Wir müssen nach Ebenerz. Meines Erachtens. Kann auch sein, dass ich total falsch liege. So, der Herzog. Der Herzog ist sicherlich irgendwie hinten in der Kammer, oder? Hier nix. Hier nix hin. Wir konnten mal hochspringen, aber wir haben einfach zu viel Zeug an. Das war, glaube ich, auch nicht der Herzog. Nee. Wo ist denn der Herzog, Alter? Hier, wo ist denn der Herzog? Sag mal an hier. Du bist doch auch von Haus Harlan. Ich brauche... Hier, wieder der Typ. Der jüngere Bruder, das ist der jüngere Bruder des Herzogs, Oversten, ist ein wohlhabender Plantagenbesitzer. Ist ja schön. Wie ich sehe, gefällt. Ich suche aber nicht den jüngeren Bruder, ich suche den Herzog selber. Einheitliche Kommission, ich glaube, hier sind wir falsch. Fahrt fort. Bist du da? Bist du der Herzog? Was braucht ihr? Jüngere Bruder Vedam Dren, der jüngere Bruder des Herzogs Overstren, ist ein wohlhabender Plantagenbesitzer auf Astadia-Inseln. Vielleicht muss ich auch zu dem Typen hin. Wir sehen uns mal gleich wieder. Ich erweise. Hey, man muss einfach nur irgendeine Treppe hochlatschen und. Guck mal, Jungs. Dort ist er. Und den kennen wir, glaube ich, auch schon mit der komischen Rüstung hier. Na, also, ist eine Ebenerzrüstung, aber die sieht irgendwie magisch aus. Keine Ahnung. Hey, mein Duda. Also, was Geschäfte? Nichts. Was Geschäfte? Ah, bei dem kriegen wir noch Aufträge. Ja, scheiß die Wand an. Geil. So, Bauauftrag, mein Duda. Warte, ich bin mir nicht sicher, ob ich euch einen Vertrag ausstellen soll. Vianfell ist heute von vielen Seiten bedroht. Ich will euch den Vertrag ausstellen, wenn ihr schwört, euer Möglichstes für mein Volk zu tun. Natürlich. Das ist gut genug für mich. Nehmt den Austrag, nutzt eure Festung zur Verteidigung meines Volkes und als Hilfe für euren Kampf gegen unsere Feinde. Na, aber. Meine Fresse. Okay, cool. Gehen wir zurück zu Dondon. Das haben wir ja beides. Ich dachte, den Bauauftrag muss man irgendwie kaufen oder sowas, aber anscheinend nicht. Okay, Festung. Ich habe die Papiere. Habt ihr da. Cool. Also, Besitzurkunde und Bauauftrag ist weg. Super, und jetzt? Die Bauarbeiten sollten jetzt in Kürze beginnen. Okay. Na cool. Ich heiße euch. Ich heiße dir auch willkommen. Okay, ich muss was nachgucken. Und zwar, ich habe gehofft oder gedacht oder die Idee ist, dass theoretisch äh,
das Haus hier hinten auf dem Plateau sein soll. Frage ist, is it it? Und zweitens, nur was von den Bauarbeiten. Okay, wenn es das sein sollte, weil hier ist ja irgendwie, hier ist ja Odai Plateau. Steig mein, also irgendwas ist ja hier. Und ich dachte, hier kommt unser Haus hin, aber die Bauarbeiten sind überhaupt nicht in Gang. Wissen wir, welche Raste 24 Stunden, nur mal so als Frage. Cool. Läuft auf jeden Fall. Passiert einfach mal gar nichts. Ja. Wir gehen mal zu Tassos nochmal zurück. Ja, was ist denn das für eine Folge, Alter? Wir bieten ja nur euch einen hier, besonderen Ausflug. Wir bieten euch. Also es heißt wohl, dass es eine Woche dauert, bis der erste Teil fertig ist. Dann müsst ihr den zweiten Teil machen. Dann soll es wieder eine Woche dauern. Und dann ist quasi der dritte Teil fertig und das ist dann eure Festung. So hab ich's verstanden. So war das damals auch in Regno. Also das ist neben dieser drei Häuser hier war fast, als würde ich euch gleich tun. Quasi. Gut, gut. Assos, wie sieht's aus? Ah, ihr könnt mich mal am Arsch lecken, Alter. Okay, also das mit der Festung, das funktioniert nicht. Wie es gibt noch eine andere Type, die uns Aufträge gibt. Oder geben könnte. Willkommen. Ist ja auch in Vivek. Dazu muss ich auch mal raus hier. So, aber ich glaube, die ist... Ah, ist die eins hoch? Meinst du, ob es Seiteneingänge gibt? Ja, es gibt Seiteneingänge. Okay, nee. War die nicht unten irgendwo? Ah, also irgendwo gab's die. Die hatte ich mir auch schon mal angeguckt. Mit der habe ich auch schon mal gequatscht, aber die hatte nichts. Hat gesagt, hier kommen wir später wieder, weißt du? So, unter dem Motto. Wir sind ja an der Halo-Wohninsel. Wo sollen die sonst sein? Bei der unteren Ebene ist nichts. In der Bodensektion? Bodensektion? Drei Götter. Ein wahres. Kanäle. Und hier ist auch noch die Bodensektion. Okay, ich guck mal, wo diese Typin war, ja. Okay, wir mixen mal nichts. Ich hab's mir gerade nochmal durchgelesen. Wir mixen mal nichts. Wir sollen in ein paar Tagen. Sollen wir zu Dondon wieder gehen? Damit das hier weiter irgendwie geht. Die Bauarbeiten sollten in Kürze beginnen. Ich heiße euch herzlich willkommen. Schlafen mal. Beziehungsweise ruhen uns aus. Bauarbeiten sollten in Kürze beginnen. Wir gucken mal. Also irgendwie muss es ja hier vorankommen. Ja, ich glaube, das dauert 7 Tage. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, Tagebuch aktualisiert. Ich sollte mit Dondons Dweiler über die Fortschritte... Easy, sprechen wir. Also, ich möchte, dass ihr nach der Festung seht. Ihr solltet mit dem Vorarbeiter in so einen Ort reden, um euch zu überzeugen, dass alles nach Plan verläuft. Haus Rethan wird auf dem Oder-Plateau. Wusste ich's doch. Wenn ihr in Oder südlich... Ja, ich weiß, wo die Scheiße ist. Geil. Okay, cool. Weil genau da wollte ich ja auch mein Haus hinhaben. Weißt du, in der Nähe von Balmora. Hier raus, Haus, wie heißt das dann? Rednor sozusagen? Oder Rethan oder sowas, ne? Die sind nämlich bei Aldrun in der Nähe, nur da ist halt ständig ein scheiß Sandsturm. Es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, die Bauart sieht auch ein bisschen komisch aus. Und, Telvanni weiß ich gar nicht, wo die sind. Das ist dann dieses komische Pilzhäuschen, weißt du, wie so Satrimora-mäßig. Wo ist Telvos und so sieht es aus. Aha! So, Junge. Ja, der sieht doch schon mal geil aus. Hey, du bist ja Vorstand hier. Ihr seid wegen der Festung hier. Bestellt Donners, dass die Arbeit im Plan liegt und dass er mir besser den versprochenen Bonus zahlt. Alter, wenn nicht, zahle ich dir den. Ist mir kackegal. Ja, mein Duda. Aber mach hinne. So, Dondos. Läuft, sage ich dir. So, das sind gute Nachrichten. Eure Festung sollte also bald fertig sein. Dank, dass ihr mich auf den Laufenden gehalten habt. Möge ich mich eurer Gesellschaft als würdig. So, und auch in der Hoffnung, dass es jetzt eine etwas kürzere Folge ist, mal würde ich es nämlich betiteln mit Festungsbau Teil 1.
Ne? Dann machen wir irgendwann Festungsbau Teil 2, was relativ bald. Also wir müssen, um hier weiter voranzukommen, anscheinend eine Festung erstmal bauen. Dann machen wir die Scheiße erstmal. Machen wir so in, was weiß ich, 3 Folgen, 3 kurze Folgen. Vielleicht machen wir die nächsten Folgen, auch wenn die echt schnell sind, dann zusammen oder so. Keine Ahnung, was wir da machen müssen. Und dann machen wir weiter mit Halo, würde ich sagen. Also, nicht lange schnacken, Kopf in den Nacken. Und ich suche mir nochmal raus, wer diese andere Typin war. Es war irgendeine Typin, glaube ich, die auch bei Haus Halo in Vivek oder sowas uns irgendwelche Aufträge gibt. Und dann finde ich mal vor der Aufnahme raus, erstens, wo die ist. Ne? Und zweitens, ob die uns welche gibt. Weil ich habe jetzt keinen Bock schon wieder, so wie am Anfang der Folge, zu Cassius Toris oder Turis oder wie der Typ heißt da, zu rennen. Und dann kriegen wir wieder den Auftrag. Ne? Ist ja auch für euch irgendwie ein bisschen blöd. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.